Hallo, hallo, hallo. Ein kleines Monster Train Video, weil ich offstream was gezockt habe. Ich bin gerade ab Rang 18. Wir sind beim Endboss. Ich will euch zeigen, wie leicht ein Endboss im Pakt Rang 18 sein kann. Auf was ihr achten müsst, wir haben zu Beginn des Spiels tun wir vier Einheiten aus dem Deck auf die mittlere Reihe. Und unsere Einheiten sind auch mit drei Verbesserungsplätzen. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert. Sorry, ich war gerade am Abendessen. Oh! Was ist das? Was ist hier passiert? Schattenbelagerung mit zweifacher Multischlagverzauberung und einem Schadenschild. Machen 600 Damage die Runde. Oh, er nimmt 1600 schon die erste Runde. Das war ja interessant. Ob er das schafft? So, ich muss eigentlich nichts spielen. Ich muss eigentlich gar nichts spielen. Wieso habe ich überhaupt was rausgespielt? Ich muss eigentlich gar keine Karten spielen. Ich kann einfach abwarten. Oh. Ich will das Ganze etwas langsamer machen. Ach ja, aber ansonsten hätte ich hier Rache und Karten ziehen und hier auch noch verjüngen. Oh, wir können einem noch flink buffen, wenn wir wollen. Wir können jemanden flicken. Whatever. Ich weiß nicht, wieso ich Einheiten gespielt habe. Ich hätte hier einfach mal spielen müssen. Oh, und da ist er tot wahrscheinlich. Das war ein dummer Move von dir. Wozu muss man Karten spielen? Batsch, 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 batsch. Ja, das war's. Gott. 80 Bonuspunkte gibt es. Ja. Ich zeige den Endscreen noch. Ja, im Endeffekt, ich habe ziemlich gleich am Anfang die Karte bekommen mit vier Einheiten aufs Deck. Und dann im Endeffekt sofort alle Einheiten gelöscht. Und nur auf eine starke Einheit gegangen, die ich bekommen habe. War die Schattenbelagerung. Es war Luck. Und damit hat sie es einfach gleich durchgebrettert. GG. Ach, sind.